Hallo zusammen, ich gehe jetzt auf die höchste freischwebende Hängebrücke oder die größte freischwebende Hängebrücke in Willingen im Sauerland. Willingen liegt direkt an der Grenze zu NRW, ist aber noch in Hessen. Ein paar Meter muss ich noch radeln. Ich sehe die Brücke da hinten, ist circa noch Luftlinie einen Kilometer entfernt. So, wir fahren gerade drunter her. Erwachsene 11 Euro. Ich sage hier jetzt bezahlen. Authentizierung, Autorisierung erfolgt. Coole Idee. Man kann hier das Fahrrad reinstellen und einfach abschließen, ohne dass es was kostet. Ich drücke das Schloss, hoppala, dann abschließen. Und ohne den Schlüssel abzugeben, komme ich nicht mal an mein Rad ran. Oh. Okay, ja. Hat gut geklappt, genau. So, und los geht's. Okay, und los geht's. Angeblich ist es ja, wie schon erwähnt, die längste freischwebende Hängebrücke der Welt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hier schwebt gar nichts irgendwie oder es wackelt gar nichts. Ah, doch, es wippt schon. Interessant. Wir sind hier auf knapp 800 Höhenmeter, so glaube ich gelesen zu haben. Und es geht weit über 100 Meter hier runter. Die Brücke wurde in diesem Sommer fertiggestellt, 2023. Und ist super toll hier die Aussicht. Ja, und sie wippt ganz schön. Aber wenn man springt, das überträgt sich. Da ich jetzt nicht wirklich Höhenangst habe, würde ich ja gerne mal mit dem Mountainbike drüber pressen, aber ich glaube, das ist strafbar. Ebenso mit der Drohne herfliegen. Na, es macht Spaß. Der Wind, auch wenn es relativ windstill ist, hier auf so einer Höhe von über 100 Meter über dem Boden, den merkt man schon leicht, aber es schwankt nicht wirklich. Hallo. Jetzt sind wir fast unten, also in der Sohle der Brücke angelangt, zum Mittelpunkt. Und sie wackelt schön, aber nicht heftig, das ist toll. Hallo. Das ist toll, das Gefühl hier, wirklich super. Es geht steil runter, also tief runter, steil ist es sowieso. Wenn ihr mal hier hinkommt nach Willingen, dann schaut euch wirklich um, wann ihr das macht. Also ich meine, welche Uhrzeit. Jetzt um 19 Uhr ist hier wirklich, ist hier überhaupt nichts los, obwohl Sommer ist. Also es lohnt sich hier abends hinzukommen. Aber mir macht Spaß. Richtig Spaß. Manchmal hat man so einen kleinen Aussetzer, wenn es dann doch ein bisschen schwankt, dann geht man nach links oder rechts. Auf meinem Video, was ich euch hier verlinkt habe, über die Brücke in Österreich, die war doch deutlich empfindlicher, was den Wind anbetrifft. Und da hat es sehr gut geschwankt. Hier im Moment ein bisschen. Naja, ist kein Kirmes-Feeling, noch nicht.
Also ich springe jetzt mal. Man sieht schon, dass sie sich bewegt. Das hier ist übrigens eine Weltcup-Skisprungschanze. Von da oben geht's runter. Wirklich weit runter. Das sind ca. 600 Meter bis hierhin. Echt ein ganz schönes Stück. So, hier stehen Sicherheitshinweise, wann man hier hin darf und wann nicht. Ah ja, hier steht es. Jedes Ticket berechtigt zum einmaligen Ein- und Austritt an jeder Seite der Brücke am selben Tag. Also kann ich hier raus und auch wieder zurück. Ich bin jetzt da durchgegangen und schaue mich hier mal um. Denn es wäre zu schade, einfach nur hin und her zu walken. So, wir sind hier auf einer Höhe von der Mühlenkopf, an der Mühlenkopfschanze, so wie die heißt, ist 825 Meter hoch. Jetzt noch ein bisschen hoch, also ich schätze mal, dass wir hier knapp, ja, so ca. 800 Meter über normalen Null sind. Die gewundenen Stahlseile hier, die sind verdrillt und richtig dick, ich schätze mal 8 cm. Die müssen ja auch ganz schön was tragen. Magic, it's magic, magic. Can I get the very magic? It's magic, magic. Can I get the very magic? It's magic. Es ist total still hier. Keine Menschenseele in der Nähe. Hinter mir, so 100 Meter entfernt, sind ein paar Menschen. Die Brücke schwankt, aber man hört ein leises Rauschen aus der Ferne. Das ist der Wind in den Bäumen. Für mich hat sich der Besuch der Brücke allemal gelohnt. Also wenn ihr hinkommt, macht es abends. Die Brücke hat bis 21 Uhr geöffnet. Und ja, in Sommertagen ist das schön. Vielleicht schafft es der eine oder andere von euch, hier einen tollen Sonnenuntergang zu sehen. Heute geht das nicht. Und jetzt geht's zurück ins Hotel.